Moin, ich bin Victor. Ich bin 20 Jahre alt. Mit meinem Lehrer als Mechaniker komme ich mich vorstellen. Wünsche ich mal Glück. Bonjour, mein Name ist Mauro Teves. Ich bin zuständig für den Auflager-Matli-Heim-Betrieb und werde du wenigstens auch den Interview mit dich durchfeiern. Und ich gebe euch als allererst Bier, diese Französisch vorzustellen. Es kann sein, dass der Patron den Sprachkenntnisse testen will und dich an einer anderen Sprache ausschwätzt. Bleib ruhig und entweder ihm an derselben Sprache. Bonjour, Monsieur Teves. Je m'appelle Victor, j'ai 20 ans et je viens finir mon DAP. Für was interessiert ihr spezifisch für euren Betrieb? Ich habe mich immer interessiert für einen Betrieb. Da war der Grund, wieso ich mich bei euch gemeldet habe. Wie habt ihr euch dann am Vorfeld informiert? Das ist eine Frage, die auf Vorstellungsgesprächen DAX 4 kennt. Du sollst dich am Voraus über die Firma informieren, dass du auch dementsprechend anfragen kannst. Ich habe mich schlau gemacht im Internet und habe gesehen, dass sie auch mit vielen Marken geschafft. Und das hat mir gefallen. Ein kleiner technischer Frage. Für was benutzt ihr einen Drehmomentschlüssel? Ein Drehmomentschlüssel benutzt ihr bei unzähligen Schrauben, nicht für die zu machen. Würdet ihr noch irgendwas fragen? Könnt mir vielleicht Atelier zusammen gucken gehen? Das können wir gerne im Ausschluss von diesem Gespräch machen. Also, das ist ganz fein von dir. Vielmals, merci. Wichtig bei einem Vorstellungsgespräch ist zu wissen, dass Nervosität nicht schlecht ist. Wenn ihr die drei Grundsachen von Vorbereitung, Natürlichkeit und Ehrlichkeit an euch stellt, kann nicht schief gehen.